willkommen, liebe Freunde, liebe Einchecker und Eincheckerinnen, bei einer kleinen neuen Runde. Was macht ihr so nach Heiligabend zwischen dem 31. und dem 1.1., also dem 31.12. und dem 1.1.? Und ich habe mich dazu entschieden, abgesehen davon, dass ich natürlich wie meine Familie auch hier in der Wohnung festhänge, nicht, und wir eigentlich einen gemütlichen Spaziergang heute Nachmittag gemacht haben, jetzt einfach mal mir andere Sachen anzugucken. Und hier in VR-Chat gibt es die Möglichkeit, und vielen Dank gehen hier raus an Alan Smithson von Metaverse. Ganz interessant, nicht? Die arbeiten mit Augmented Reality, das solltet ihr euch mal anschauen für die Leute, die als Entwickler da sind. Da gibt es ganz viele Assets zum Downloaden, mit denen man arbeiten kann. Und man muss gar nicht viele Kenntnisse haben. Ja, Metaverse aus Kanada. Und von dem habe ich diesen Tipp hier bekommen, nämlich mir das Konzert von Jean-Michel Jarre in Vroom anzugucken. Das wird nämlich hier stattfinden auf VRChat. Und wir sehen an 49,43 MB, dass es noch nicht so ein großes, eine große Datei ist. Ich hoffe, ich bin hier im richtigen Vroom, aber das wurde mir gesagt. VR Vroom ist eben auch eine Firma, die VR unterstützt. Und es sollte jetzt möglich sein, in Vroom. Aha, okay, liebe Freunde, so sieht's also aus. Die Zukunft. Ah, c'est toi? Hola? Et moi, tu me vois faire coucou? Oh, jetzt ist richtig viel los. Alles klar. Muss man sich da echt anstellen, das ist ja geil. Da stehe ich ja drauf. Jetzt kann ich wieder reden. Also die Sache ist, ich bin, glaube ich, schon richtig, ne? Von hier aus geht's dann irgendwo hin, ne? Ob es dann dahin geht, wo ich hoffe, dass es hingeht, weiß ich nicht. Ich möchte halt gerne das Konzert sehen von Jean-Michel Jarre. Aber hier gibt es ja tausend andere Sachen, die man sehen kann. Ne? Zum Beispiel 360-Grad-Filme. Aber es scheint tatsächlich, dass... Alles klar, Rooftop. Dann gehen wir doch mal ins Rooftop. Hä? Go East Rooftop. Machen wir das. Ach, mal sehen, wo wir jetzt landen. Ich bin gespannt. Also das ist Room. Ich nehme an, das Konzert wird dann erst kurz vor 12 dann begehbar sein. Und die werden dann wahrscheinlich dafür einen extra Raum aufmachen in Notre Dame. Den kann man jetzt noch nicht besichtigen, weil in dem Moment, wo ein paar tausend Leute da reingehen, könnt ihr davon ausgehen, dass das Ding einfach mal zu ist. Ja? So, hier sind wir im Rooftop von Vroom. Das ist doch geil. Guck mal, hier gibt es ein Kino. Caligari Theater, das ist ja cool. Hier gibt es verschiedene Theater für Filme. Nice. Sehr nice. Da stehe ich drauf. Cool gemacht hier. Schön mit dieser Cell-Shading-Textur. Was ist das hier? Ah, da kommen wir dann wieder in die... Da kommen wir dann wieder in die Partywelt zurück. In die Dance-Welt, von der aus dann Vroom das Konzert fahren wird. Ah, Moment, hier geht's weiter. Hier geht's runter. Müssen wir da runter? Tu m'entends du coup et moi je m'entends. Va là-bas voir. Nicht. Also das war jetzt das große Konzert von Jean-Michel Jarre. Es endete damit, dass Room mich wahrscheinlich dann einfach mal getimeout hat. So, wir versuchen das jetzt nochmal. Room. Okay. So, da ist Room. Aber vielleicht ist es gar nicht das, was wir suchen. Vielleicht suchen wir wirklich ein ganz anderes Room-Konzert. Wo ist denn das? Vroom Prom, Vir Doom, Kinshasa. Da ist überhaupt nichts von. Da ist überhaupt nichts von. Wir versuchen es nochmal.
Diesmal gehen wir als andere Avatar rein. Non mais moi je m'appelle Alex, en filmant aussi Radio Equinox, donc vous devez de la connaître. Et moi je... Ah d'accord. Ce qui est bien c'est qu'en virtuel on peut dire bonjour comme ça. Ouais, on peut serrer la main. Voilà, on peut serrer c'est la main. Intéressant. Hi. Alors voyons voir un autre avatar qui est un peu moins... On peut partir sur une petite référence des années 80. Tu m'entends? Hein? Ouais, je t'entends. Hop là. Ah, ok. Hi. T'as mis ton micro? Ok, c'est bon, je t'entends maintenant. Hi. Ouais, mais moi je t'entends pas. Hi. Does somebody know where the Jean-Michel Jarre concert is? Yeah, it's here, guy. It's here? Can you hear me? Yeah, I hear you. Yeah, not yet, but just before the concert, you will be able to join the right room. Nice. This is not this one. Okay. But okay. In the hall, in the main hall, you will find the right one. Thank you. It will be overcrowded, five or 10 huh? 10 minutes before. Yeah, it will be overcrowded. Sorry? How many people you expect? I don't know exactly. I'm not from the staff, you know. But what I heard on Facebook Live 2 days ago is that they expect to have a lot of people, so they will create a lot of servers. Wow. And each room is limited to 48 people, I think, in their chat. Okay. So they will create a lot of small room in which the max people will be 48. Wonderful. Wow, cool. I love it. It's so cool. You're part of the team? No. I'm a user. Are you a user? Oh, okay. But I... Yeah, I'm a user. I'm not from the staff. Yeah, just a user. Because you should ask them, really. You make a great job here. Yeah, and my friend does it since two days. He's here since 2 days already. Really? Ah, okay, but cool. Yeah, we are all interested in this concert, so if you can give some information, and it's very interesting. Totally. Where are you from? Are from France? Portal. Yeah, I'm from France. Cool. Where you staying now? You recognize my accent. No, I just met you. Could be from Canada, actually. You could be from Canada. Okay. Yeah. Okay. I'm living in south of France. Ah, okay. Sorry, guys. Will there be any portal here near? Yeah, the portal will be open just 5 or 10 minutes before the concert, I think. Uh-huh. Okay. Thanks. Cool. It's my son. The rabbit just behind you is my son. So Olivier, really? You can change your tu peux changer ton skin maintenant. Really, it's your son. It's that's cool. My son. We have two headsets at nice. Home. So he's now in the same room. Wonderful. Well, that's cool. And, that's cool. It will be his first concert. Wow. Hey, you're great dad. Nice. Yeah, it will be his first concert in VR. Opportunity. His first concert at all? Yeah, I'm a fan. Program. His first concert, For him, yeah, it will be. What age is he? What age is he? He's only 11 years old. 11? That's cool. That's a great age, yeah. Yeah. To discover VR, you know, it's perfect. A great age. It's perfect to adapt VR. I would like to have discovered VR at this age. I would like. No, but it's fun. I like it. And now in these times when you are locked at home. Yeah, exactly. And just have this opportunity to see some live music. It's really so. Yeah, do. You have. It's a new opportunity in this period. Uh-huh. That's right. Yeah, for the concert. Movies. The concert, definitely. Yeah. Yeah, definitely. For the concert. Very, yeah.
and I'm a fan of Jean-Michel Jarre. I'm also a fan. I hope he plays some of his old Equinox stuff and things, but I'm not sure. I think he will play something new. Huh? Oh yes, I think it will be essentially some remix of a lot of different soundtracks he did. It will be very interesting, and I expect a lot of the context. I mean, go away, okay, boy. Even in VR, it is something. Yeah, okay. Even in VR, I have problem with my son, you know? It's called love. Yeah, he knows how to move. That's cool. He's very agile. So the father and his son. Yeah. Exactly. Like this. Cool. And you can die. So you can die. Just like this. Yeah, like this. That's easy. So, wait, let me how see. How can you move? You are on PC. How can you move it on PC? You have when you have controllers. When you have controllers, then you have a lot of menu options here. You can use. And you choose that by, I'm not sure how it's working with a PC, but for sure there is some buttons that you just need to find, and then you also dance. I have a Microsoft controller. I'll try it. I'll connect. Yeah, you can. Yeah, this is a free concert, but you can give also some money, I think, and pitch to like this. Is it working? No, it's not working. How long we are going to wait now, actually? This, yeah. You can, give some... How long we are going to wait? I don't know exactly. The time of the concert is 11 and 20, I think. 20 minutes after. So it's quite a time, huh? I was now... I will disconnect now. I think I will come back after. But that's what we do. I hope to see you again. It was such a nice pleasure to meet you. And I hope we see you in the concert. Yeah, me too. You and your son. Yeah. Bye-bye, boy. Have a good night. Have a good night, man. See you later. The countdown says 1 hour. Yeah. See ya. So, ja, habt ihr jetzt gerade mitbekommen? Ich fand das jetzt super. Also wir standen jetzt gerade am Eingang. Wir haben uns mit einem User, so wie ich, unterhalten über die Möglichkeiten, die man hat, wenn man in VR kommuniziert. Und ich finde das schön. Ich bin total dankbar, dass ich das aufzeichnen konnte, weil das sind dann so die kleinen Momente, da merkt man dann doch, wie responsiv das dann ist. Ne? Und die Kids mit 11 einfach wissen, wo die Reise hingeht. Ne? Ist so. Ja, und dann geht man in die Menüleiste, sagt einfach Welt und dann gibt man einfach mal kurz ein, da ist das Notre Dame Virtual Concert. Alles klar, alles da, verschiedene Räume. Da sind aber schon 3000 Leute, also da kann sein, dass es jetzt richtigen Lag gibt und dass ich hier gerade, warte mal, ich gehe mal woanders rein. Das hat mir ja vorhin der eine Vater ganz toll erklärt. Die werden natürlich dann, Moment, Worlds, genau, hier sind sie. 116, wir nehmen den mit 116, da sind die wenigsten Leute drin, da gehen wir rein. Na? Genau, da sind 116 Leute drin. Also insgesamt hält es sich in Grenzen. Ne? Es sind ungefähr über 2000 Leute, die jetzt gerade einfach mal wahrscheinlich alle, so wie ich, jetzt einchecken, weil man hat mit seinen Liebsten angestoßen, man hat mit allen das Glas geteilt, man hat sich endlich wieder an einem Tisch setzen können und hat einfach Spaß gehabt, nicht das Jahr einfach mal unter diesen Bedingungen, nicht? Denn Lockdown ist nicht Knockdown einzulassen, ja. Draußen wird trotzdem geknallt. In Berlin werden die Dinge halt so gemacht, wie man sie in Berlin macht, nicht? Und das heißt, ein Jahr ohne Knallen ist kein Jahr, nicht? Insofern werdet ihr in Berlin immer Leute haben, die jede Menge Pyrotechnik noch von irgendwoher mitgebracht haben und deswegen auch da reingehen. So, welcome to the... Ah ja, okay. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich richtig gespannt. Wait. Oh, es geht schon los.
Cool. Sehr geil. Ah, da ist er. Okay. Sorry, but this experience is for Quest user only. You are from PC, so please join the concert on the dedicated enhanced world. Alles klar. Super schön. Das freut mich, dass ich das hier nicht erleben darf. Dazu muss ich dann zu Vroom. Aber wir hören schon mal die Musik im Vorraum. Ja. Vroom, da müssen wir rein. Go. Hört sich schon mal gut an. Das hört sich schon mal richtig gut an. Dann machen wir doch mal die Boxen hier an, damit der Rest der Familie das auch mitkriegen kann. Nicht? Weil das lohnt sich ja schon. Den guten alten Jean-Michel Jarre in einer richtig subtrahierten, nee, nicht subtrahierten Qualität zu hören, und zwar Round. So. Okay, das geht nicht. Also über Room kommen wir da nicht rein. Okay, versuchen wir es nochmal. Versuchen wir es nochmal. Versuchen wir nochmal in die Welt von den Anbietern von Room zu kommen. Also ist hier überall. Ist fies, das hier. Habt ihr gesehen gerade, was da stand? Das war nur für User von Quest. Mal gucken, ob das hier ein Raum ist, wo ich reinkomme. Aber dann haben wir zumindest erlebt, dass es in der Virtualität nicht viel anders ist, wie sonst auch. Na? Alles klar, auch this experience. I hate it actually. Wahrscheinlich ist das Ding auch schon vorbei. Das ging, glaube ich, auch eine 40 Minuten oder 45 Minuten. Und man weiß natürlich auch nicht, ob es sich dabei um. Gucken wir mal, ob wir da hinkommen. Oh. Hier müssten auch Leute sein, eigentlich. Oh. Mal sehen, ob man da irgendwie hinportiert werden kann. Jetzt bin ich hier ganz allein. Das ist natürlich doof. Das ist natürlich. Oh, nee, komm, Leute. Ist es echt weg? Nee, das Portal ist noch da. Und jetzt? Wie kommt man jetzt da rein? Echt, man muss wirklich Quest-User sein? Das kann nicht wahr sein, oder? Das wäre, ey, das wäre mega uncool. Das wäre mega uncool. Gehen wir mal ins Licht und schauen mal, was passiert. Genau. Tja, dann haben wir eben kein Konzert gesehen in VR. Nicht, weil ich habe es um 12 doch anders vorgezogen. Ich fand es besser, mit meiner Familie anzustoßen, als jetzt hier Jean-Michel Jarre in einer möglichen Aufzeichnung zu sehen. Seht ihr das hier auch? Dieses Pixel, was hier vorbeifliegt? Gibt es einige davon. Okay, jetzt stehen wir wahrscheinlich mit 1000 anderen, deswegen kommen wir auch nicht rein in die wunderbare Welt des Vroomturms. Er hat mir das vorhin erklärt. Also er sagte ja, da werden sie dann irgendwie in kleineren Räumen mehrere Server bespielen, aber das ist gar nicht der Fall. Also zumindest nicht hier. Nicht in dieser Welt. Also das Vroom hat nicht funktioniert, leider. Das ist schade. Marmelade. Ja, liebe Freunde, ich glaube, das war's. Wie ich das dann sonst immer mache, wenn ich dann solche Exkurse mache, nicht, also in der auf Pixelwarte strukturierten Shooter-Struktur, Phrasendrescher. Da scheitere ich dann auch immer, grundsätzlich, und mache dann so lange weiter, bis ich es dann doch kriege. So, jetzt habe ich mir nur leider meine Linsen hier komplett eingeschmiert mit meinem feuchten Tuch. Das ist natürlich jetzt nicht. Das sind auch immer so kleine Dinge. Da muss man auch mit so einem Mikrofasertuch ganz vorsichtig sein, wenn man da über seine Linsen geht. Nicht? Weil das sind ja spezielle Linsen, die sind ja auch speziell behandelt. Aber Mikrofaser hilft enorm. Also es gibt ja so unterschiedliche Möglichkeiten, was man da machen kann. Nicht so künstliches, flüssiges Glas drauf machen und so, habe ich gehört. Hilft auch, habe ich neulich gesehen. So, jetzt gucken wir nochmal in den Welten nach. Vielleicht ist ja eine frei. Hier sind 348, 3449. Das sind jetzt 3300. Da ist schon richtig was los hier, ne? Aber das hier ist für die anderen gedacht. Also, das ist, wo können wir denn mal reingehen? Wo finden wir denn unsere Mixed Reality?
Wie kommen wir denn da rein? Ich verstehe das gar nicht. Wir können noch mal eine Sache probieren. Wir machen mal Room. So, okay. So, jetzt habe ich 100 Mal Room eingegeben. Und jetzt gucken wir mal, ob irgendwo, hier sind 88. Gucken wir mal, ob wir da reinkommen. Go. Weil VR-Chat bietet ja an, so war der Weg, das virtuelle Konzert in der Notre Dame. Und dann lesen wir diese Scheiße hier. Hi. How did we come to this concert? Sorry. Echt? Really? It's not happening. Yeah, I'm PC, right. Yeah. So, what do you think? What can I do? Oh man. Well. Ah, thank you. Das war doch cool, oder? Hat mir ein kleiner Pinguin geholfen? Das ist doch geil. Guck mal, jetzt können wir das doch sehen. Das ist doch super. Müssen wir uns erst materialisieren hier. Okay. Alright. Ich höre gar nichts. Hört ihr was? Ah, verstehe. Okay. Vorgerendert. Mit Wiederholung. Cool. Okay. Alles klar. Nicht schlecht. Nice. Ich will mal wissen, ob man hier fliegen kann. Nice. Also das ist das virtuelle Konzert von Jean-Michel Jarre. Richtig gut gebrandet hier. Wear magic glasses. Okay. Wollen wir mal. Cool. Ah, verstehe. Das ist ja geil. Ich habe mir gerade eine Brille aufgesetzt. Seht ihr den Filter? Cool, ne? Nice Idee. Nette Idee. Da kommen die Effekte dann noch mal ein bisschen krasser. Gehen wir mal eine andere Brille holen. Warte mal. Oh. Put glass back. Geil. Okay, nehmen wir mal das hier. Das macht mehr rot. Alles klar. Oh, und er hier? Oh, das macht mehr grün. Alles klar.
Interessant. Okay, gut. Schön. Nette Idee. Floor Teleport. First floor to the other side. Okay, wollen wir mal gucken hier. Was ist das denn hier? Gehen wir mal in den First Floor hier. Genau. Das ist doch geil. Oh. Kommen wir da hoch? Kein Teleport. Nett gemacht. Ja, nett gemacht. Auf jeden Fall. Bonsoir à tous. Good evening. Wherever you are. Welcome. Bienvenue à Paris et à Notre-Dame. I no need tonight for a plane ticket. Bye bye 2020. 2020, c'est bientôt fini. It's almost over. Alors que la fête commence, montez le son. Let the party begin and turn it up. Cool. Nette Idee. Nette Idee, auf jeden Fall. Ich würde gerne mal wissen, wenn ich das auf YouTube stelle, ob das dann noch gebannt wird, weil das natürlich urheberrechtlich absolut kritisch ist hier. Ja. Aber wir können jetzt hier in der Notre Dame rummarschieren. Zumindest bis zu dieser Grenze. Geil. Guck mal, mit dem Einchecker in der Notre Dame am 01.01.2021. Das ist doch nett. Gehen wir mal an die Texturen. Gucken wir uns mal die Texturen an. Das hat ja eine Firma gemacht, die weiß, wie sowas geht. Das war schon so gerendert. Das war nett vorher mit dem Marder, mit dem Mauswiesel, das mich einfach hier reingelassen hat. Das war total nett. Einfach mal kurz eine Welt aufgemacht und schon war ich drin. Geil, das ist ein alter Song von ihm. Equinox. Ich hätte gerne einen Avatar. Moment. Keine Avatare, die ich benutzen kann. Alles klar, ich bin praktisch unsichtbar hier. Machen wir mal Dinge. Machen wir mal hier ein paar schöne Anschlussgläser. Interessant, wie sie versuchen, in der Simulation das Licht so zu machen, als wenn es halt ein wirkliches Live-Event wäre. Ne? Leider haben sie seine Maschinen hier gar nicht richtig gerendert. Das sind ja virtuelle Maschinen. Das ist also ein sich ständig wiederholender Loop, der hier passiert, aber es ist gut gemacht, wirklich. Und das ist auch nett ausgeleuchtet. Musik hier.
Hier kannst du den Augenabstand einstellen, ne? Du musst den Kopfhörer ab. Muss scharf sein, ja bitte. Okay, wenn du dich bewegen willst, soll ich dir erklären, wie das geht mit der Bewegung? Moment, das ist live? Das ist live jetzt, ja. Das, ja. Aber das ist Notre Dame? Das ist Notre Dame, ja. Aber das wurde gebrannt. Komm, pass auf, du kannst dich da selber hintransportieren. Du kannst einmal rumgehen. Also nicht durch die ganze Kirche, aber... Nee, nee, nicht so. Nicht so, nicht reagieren, das geht. Geh mal das hier her. Ja. Pass auf, ich zeig dir jetzt, wie du gehst. Ich zeig dir jetzt, wie du gehst, okay? Pass auf. Wenn du nur das geht nur noch, da gehst du zurück. Wenn du damit gehst, gehst du zurück. Okay? Merkst du? Du gehst zurück. Jetzt guckst du gerade zum Publikum und damit kannst du dich auch umdrehen. Ja, mit diesem Knopf. Dreh dich mal um. Oder so, ja. Aber nicht das Kabel verdickert. So, und jetzt zeige ich dir, wie Moment, das ist live? Ja, ja. Aus dem virtuellen Notre Dame. Ah, virtuell, nicht ja, natürlich. Ja, ja. Und wo ist der? Gib mir mal die Brille. Wo ist der? Er spielt da gerade. In Notre Dame? Nein, bei sich zu Hause wahrscheinlich, am Rechner. Komm auf. Wenn du da durchgehen willst, ja, nimm mal die hier, so. Notre Dame! Ja. Du kannst damit gehen. Genau, damit kannst du weiter. Wenn du den nach vorne machst, bleib mal, guck mal nach unten, guck mal nach vorne. So, jetzt. Da ist er. It's amazing. Wow. Ist es denn scharf? Siehst du scharf? Ja, okay. Schade, ja, ja. Amazing. Ja, das war gerade die Reaktion meiner wunderbaren Frau, die zum ersten Mal in Virtual Reality war. Wow. Die lassen es ja echt krachen. Also das muss man sagen. Die lassen es ja echt krachen. Schön. Kann man sich geben, ne? Die Corona-Zeiten. Hammer.
Das ist cool. Yeah. Das ist der richtige Filter hier. Coole Idee. Ja. Das war's. Man darf nur begrenzt in diesen Dingen sein, weil diese Sachen limitiert sind. Ja. Andere wollen das auch sehen. Andere wollen auch noch rein und wollen sich das angucken. Und insofern war das jetzt einfach mal kurz ein spaßiges, kleines Zwischendrin. Es freut mich, euch das gezeigt haben zu können. Und wir haben 33 Minuten mit qualitativ hochwertigem Stoff gefüllt, weil ihr in der Lage wart, mit mir auf ein kleines Konzert zu gehen in Via Chat, und zwar das Konzert von Jean-Michel Jarre. So, in diesem Sinne ein tolles 2021 und ich hoffe, dass ihr gesund und munter bleibt, dass es euch allen gut geht, euren Lieben, eurer Familie und dass wir uns alle auf diesem Kanal dann möglichst bald wiedersehen, wenn es heißt, ich check ein. Bis dann. Tschüss.